Warum Konkurrenzdenken dir und deiner Selbstständigkeit, vor allem als Anfänger im Agenturgeschäft, schadet, das erfährst du hier in diesem Video. Ich kann gut verstehen, dass einige wirklich in ihrem Konkurrenzdenken gefangen sind, weil sie einfach denken: Hey, ich bin ein Anfänger, ich habe keine geile Webseite, ich habe noch keine Kunden, ich habe noch keine Referenzen. Und schau dir mal die anderen an. Die haben so eine tolle Seite, die haben so viele Referenzen, die nehmen so hohe Preise, die können schon prahlen mit Anzügen und Autos und hast du nicht gesehen, aber ich nicht. Warum sollte ich überhaupt anfangen? Sollte ich da überhaupt was machen? Wie soll ich überhaupt richtig nach vorne kommen? Und genau das ist das Problem. Denn Fakt ist schon mal eins: Jeder einzelne Selbstständige, Unternehmer oder auch Sportler, egal wer, hat im Regelfall, bis auf den, der als allererstes angefangen hat, nie als erster angefangen mit etwas. Das heißt, egal womit du startest, wirst du immer als Anfänger irgendwo starten, bei komplett null und nichts vorzuweisen haben im Regelfall. Und gleichzeitig in derselben Branche und Nische einen Haufen Menschen kennenlernen, sehen, vor allem auf Social Media, die schon viel weiter sind als du und schon viel mehr erreicht haben. Und unabhängig davon, wie weit andere gekommen sind, musst du wissen, dass immer genug Platz für alle da ist und immer die Möglichkeiten bestehen für jeden, egal wann er wo anfängt, wenn er mit dem nötigen Fokus und der nötigen Energie und diversen anderen Punkten, die ich später noch in diesem Video erwähnen werde, dranbleibt, dass er es zum Erfolg schaffen kann. Aber nur, wenn er das Konkurrenzdenken zu Beginn ablegt. Weil zu Beginn bist du nicht konkurrenzfähig im Regelfall. Und das ist schon mal Fakt. Das heißt konkret, du wirst gar keine Möglichkeit haben, mit den anderen gegebenenfalls mitzuhalten, überhaupt in deren Angeboten oder sonst was. Deshalb solltest du auch gar nicht erst versuchen, mit denen mithalten zu wollen und deine Mitbewerber, Mitbewunderer, Mitspieler, wie auch immer du sie nennen möchtest, Konkurrenten erstmal wegzulassen. Neben dem, dass Konkurrenz auch das Geschäft auf irgendeine Art und Weise belebt und natürlich auch den gesamten Markt aufmerksamer macht auf eine bestimmte Thematik, was für alle positiv ist, solltest du es zur Seite tun. Warum? Erstens, ganz großer Punkt ist dein eigener Selbstwert, der darunter leidet. Denn wenn du jedes Mal dich vergleichst mit jemandem, der schon viel weiter ist als du, der schon viel mehr geschafft hat, dann wirst du natürlich in diesem Vergleich immer verlieren und das im Regelfall auch haushoch. Und was das mit deinem eigenen Selbstbild und deinem eigenen Selbstwert macht, ist ja klar. Wenn es davor hier war, wird es danach hier sein. Die Konsequenzen daraus sind, dass du demotiviert bist, dass du gar nicht erst wirklich in Aktion kommst, nicht anfängst, Akquise zu betreiben, dass wenn du mal Akquise betreibst, in Gesprächen bist mit Menschen, dass du dich dann unter deinem Wert verkaufst, dass du gleichzeitig gar nicht mehr daran glaubst, dass es hier zu einem Abschluss kommen kann, dass du es verdient hast, diesen Abschluss zu machen, dass du es verdient hast, hier auch mal deine Erfolge zu feiern, mal auch konkurrenzfähig zu sein. Und das ist das, woran dann die meisten tatsächlich scheitern. Und zwar daran, dass sie erst gar nicht anfangen, weil sie glauben, sie haben keine Chance, was völliger Schwachsinn ist. Und auf der anderen Seite, wenn sie anfangen, dass wenn sie dann mal zu kleinen Erfolgen kommen könnten, dass sie dann dort versagen, weil sie eben nicht an sich und ihr Angebot glauben, weil sie von anderen getrügt sind. Und dementsprechend ist es so wichtig, dass du aufhörst, auf andere zu schauen. Und selbst wenn es bedeutet, dass du dafür vielleicht Instagram von deinem Handy löscht oder dass du bestimmten Menschen nicht mehr folgst auf Instagram oder auf YouTube oder sonst wo. Und das muss nichts mit den Menschen selbst zu tun haben, aber beobachte dich mal selbst. Denn das ist das, was ich leider Gottes bei so vielen Menschen schon feststellen musste, denen ich geholfen habe, sich erfolgreich selbstständig zu machen. Und zwar, dass sie sich damit aufhalten, anderen dabei zuzuschauen und zu gaffen, wie sie erfolgreich werden oder vermeintlich erfolgreich sind, statt sich um sich selbst zu kümmern und dafür zu sorgen, dass sie selbst mal in die Gänge kommen und Gas geben. Das heißt, hör auf, anderen Menschen zu folgen, sie dir anzuschauen oder sonst was, wo du merkst, und das ist wichtig, dass du da richtig Puls kriegst und dass du anfängst, dort gewisse Themen einfach in dir hervorzurufen, die dich stören und die dich nachher demotivieren und die dich zurückwerfen. Genau diesen Menschen einfach nicht mehr folgen. Und das muss nichts mit den Menschen an sich selbst zu tun haben, sondern nur mit der Reaktion, die dabei in dir selbst hochkommt. Der nächste Weg ist, hör auf, immer wieder den sogenannten Shiny Objects zu folgen. Und ein Shiny Object wäre zum Beispiel, wenn ich statt einem roten Armband hier zum Beispiel eine Rolex hätte. Ja, das wäre ein scheinendes Objekt, wenn man es wortwörtlich übersetzt. Fakt ist aber, ein Shiny Object ist insoweit gemeint, dass es immer eine grünere Wiese gibt. Es gibt immer etwas Besseres, immer einen neuen Trend, immer etwas, was noch cooler ist, was noch toller ist. Das nächste große Ding. Und da sind natürlich Anfänger sehr, sehr, sehr empfänglich für, vor allem von Menschen, die extrem gut Marketing instrumentalisieren können, dass sie darauf aufspringen,
dass sie denken, wow, hier kann ich der Erste sein oder hier kann ich endlich was probieren oder hier kann ich endlich was machen oder da kann es was werden. Und hier ist wichtig zu differenzieren. Ja, definitiv. Es gibt für dich gegebenenfalls eine grünere Wiese und gegebenenfalls auch eine bessere Möglichkeit oder was anderes. Also wenn du vielleicht jetzt Mitarbeitergewinnung machst, solltest du vielleicht E-Commerce machen, ne? Oder statt E-Commerce vielleicht YouTube-Ads schalten oder statt YouTube-Ads zu machen eine NFT-Agentur gründen, was auch immer. Ist alles legitim, nur die meisten verzetteln sich damit, weil sie es nicht schaffen, konstant genug Zeit und Energie in eine Richtung zu bewegen, damit daraus auch entsprechende Resultate entstehen können. Weil Fakt ist, Geld folgt Ordnung. Das bedeutet, du musst erstmal eine gewisse Klarheit haben, ja, von dem, was du machst und wie du es machst, einfach in deinem Kopf eine gewisse Klarheit haben. Denn Klarheit sorgt nachher für Fokus. Und Fokus ist gebündelte, zielgerichtete Energie in eine Richtung, auf einen Punkt. Und das führt dann und resultiert dann natürlich dementsprechend zu Geld. Und Ordnung steht vor Klarheit und dementsprechend auch vor Fokus. Und dementsprechend solltest du da das auch für dich beachten. Also hör auf, Shiny Objects zu folgen, fokussiere dich mal auf eine Sache, die du machst und zieh die durch, weil das wird definitiv funktionieren. Und danach ganz klar Kopf runter, dich auf dich fokussieren, dich anschauen und Gas geben nach vorne. Such dir einen Mentor, zwei Mentoren maximal. Such dir vielleicht ein, zwei Sparringspartner, mit denen du dich austauschen kannst oder mit denen du gegebenenfalls auch ein eigenes Geschäft startest oder mit denen du dich unterstützt. Bau dir deine eigene Blase auf und gib innerhalb deiner eigenen Blase Gas. Du glaubst gar nicht, wie viele Menschen ich kennengelernt habe über die Zeit, die ich vorher nie kannte, die aber ultra erfolgreich sind, die erst vor kurzem teilweise angefangen haben mit ihrer eigenen Agentur oder mit einer Immobilienfirma, mit E-Commerce oder sonst was. Und wo ich immer wieder gedacht habe, Mensch, da ist doch kein Platz mehr für jemanden Neuen. Da ist doch schon so viel Konkurrenz. Mensch, was will man da noch als Anfänger machen? Und die es danach trotzdem geschafft haben, zu sensationellen Erfolgen zu kommen. Und es mich immer wieder begeistert hat, wie komplette No-Names, Menschen, die nichts vorzuweisen hatten, die kaum bis gar keine Ressourcen und Möglichkeiten hatten, sich wirklich in hart umkämpften Branchen, einfach indem sie den Kopf runtergesteckt haben, nach vorne gepusht sind, Gas gegeben haben, sich etwas Geniales aufgebaut haben. Und deshalb weiß ich auch, dass es für dich funktionieren kann, weil es für mich genauso funktioniert hat. Denn als ich mich 2014 selbstständig gemacht habe, gab es eine ganze Menge Menschen, die mir weit, weit, weit voraus waren und die ich sowohl bewundert habe, aber als auch als Konkurrenz gesehen habe. Und bei einigen hat das ein Jahr gedauert, bei manchen zwei, bei manchen drei, bei manchen vier, bis ich mit denen angefangen habe, auf Augenhöhe zu performen, auf Augenhöhe auch teilweise mit einigen von denen zu arbeiten, mehr Geld zu verdienen als einige von denen, signifikant erfolgreicher zu sein als einige von denen, obwohl sie mir Jahre voraus waren. Und genau das Gleiche passiert aber auch mit Menschen, die später gestartet sind als ich mit bestimmten Themen, die anfangen jetzt mit mir auf Augenhöhe zu arbeiten. Ja, die anfangen mich zu überholen in bestimmten Punkten und dementsprechend jeder ist in seiner eigenen Zeitzone und deshalb darfst du das vor allem als Anfänger verstehen, dass du aufhören darfst, in Konkurrenz zu denken und dich auch von der Konkurrenz beeinflussen zu lassen. Stop that, hör auf damit. Jeden einzelnen Tag, an dem du nicht ins Handeln kommst, wo du dich weiter ablenken lässt von Shiny Objects, wo du weiterhin hinterhergaffst und schaust, was andere Leute aus ihrem Leben machen, statt endlich mal dein Traumleben zu kreieren, wirf dich meilenweit zurück. Und es ist mir ein großes Anliegen und sehr, sehr wichtig, dass du heute anfängst, in die Aktion zu kommen, heute anfängst, umzusetzen. Und das, wie auch jeder einzelne große, erfolgreiche, sage ich mal, Unternehmer oder Persönlichkeit oder sonst wer, der etwas geschafft hat, es geschafft hat, so weit nach vorne zu kommen, ist einerseits natürlich durch eigene Disziplin, aber andererseits vor allem durch ein gewisses Commitment, durch gewisse Partnerschaften und eine Gemeinschaft, die zusammen in eine Richtung geht. Und wenn du diese Gemeinschaft ebenfalls haben möchtest, wenn du vor allem auch die nötigen Arschtritte haben möchtest, die nötigen Leitplanken und Guidelines, wie du die in diesen Videos hier findest, dann klick unten in der Beschreibung auf den Link drauf, denn dort findest du ein kostenloses Online-Training von uns, wo wir dir konkret zeigen, wie wir von WeBuild Brands bereits über 1000 Menschen dabei geholfen haben, sowohl das Hamsterrad zu verlassen, als auch sich ein 6- bis 7-stelliges Jahreseinkommen mit ihrer eigenen Social-Media-Agentur aufzubauen. 90 Minuten purer Content, 30 Minuten Frage- und Antwortrunde. Ja, es ist eine Aufzeichnung von einem vergangenen Live-Webinar, aber nichtsdestotrotz, dort wirst du eine Menge lernen. Und dort hast du auch die Möglichkeit, im Anschluss
dir ein Gespräch mit uns zu sichern. Wenn du unruhig bist und sofort mit uns reden möchtest, um mit uns zusammenzuarbeiten, dann findest du unten auch einen Link zur Webseite. Dort findest du die Infos kurz und knackig und kannst dir einen Termin buchen mit unserem Team zusammen. Denn wir unterstützen dich und zeigen dir, was es sonst noch braucht, damit du erfolgreich dein eigenes Business aufbaust und Firmen bereit sind, dir 1.500 bis 4.000 Euro pro Monat zu bezahlen, dafür, dass du ihren Social-Media-Auftritt managst, damit du ein Leben in zeitlicher, örtlicher und finanzieller Unabhängigkeit führen kannst. Das war's von mir. Ich freue mich, dich im nächsten Video zu sehen. Abonnier diesen Kanal, schreib in die Kommentare, wie du es fandest. Teil das Video mit Freunden und Familie, aktiviere die Glocke, um nichts zu verpassen. Und wir hören uns. Bis dann, dein Nick. Ciao. Ach, und vergiss nicht, mach eine Insta-Story und markiere mich.